Das ist unser Donnerstag hier im Weserbergland und im Newsroom heute ist Johanna Lindermann. Grüß dich. Hi. Morgen ist Freitag und für alle, die gerne einkaufen gehen, ist morgen ein ganz besonderer Freitag. Genau, es ist nämlich der Black Friday. Der Black Friday. Und viele werden vielleicht jetzt sich fragen, was ist denn eigentlich der Black Friday? Also der Black Friday ist auch so eine Tradition, die jetzt langsam aus den USA zu uns rüber schwappt. Da ist das ganz normal, das ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Mhm. Da wird sozusagen die Weihnachtsgeschenke-Kaufsaison eingeleitet und da sind immer alle Geschäfte, haben alles reduziert und dann kann man ganz viele Sachen günstig kaufen. Für alle, die den Black Friday schon kennen, die wissen, dass morgen dann Rabatte und Prozente, die ja nicht nur in normalen Standardgeschäften zu finden sind, sondern habe ich sogar gesehen beim Bäcker. Alle möglichen machen damit, genau. Ja. Wer macht denn genau mit? Du hast dich da umgeschaut. Genau, ich habe mich umgeschaut. Also in der Stadtgalerie machen viele Läden mit, viele Einzelhändler in der Innenstadt machen mit. Also es ist doch eine sehr große Beteiligung. Und wie gesagt, auch der Bäcker bietet 10% auf alles. Habe ich zumindest im Schaufenster gesehen zum Black Friday. Wir machen übrigens auch mit die Geschäftsstelle. Hier bei uns? Die Dewitzer Geschäftsstelle, genau. Weißt du, was es da gibt dann? Da muss ich nochmal genau nachfragen. Ich habe nur gesehen, dass wir auch auf jeden Fall mitmachen. Also jeder macht mit oder fast jeder in Hameln. Wer genau, das lest ihr im Artikel von Johanna. Morgen dann auch am Black Friday in der DWZ oder schon vorher online auf dwz.de. Genau. Viel Spaß beim Einkaufen. Bis morgen.